Hallo und herzlich willkommen zu Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung der digitalen Technik. Mein Name ist Arno Burger und heute geht es um das Rechnen mit absoluten Zellbezügen. Genau genommen nicht um das Rechnen, sondern um das Kopieren mit absoluten Zellbezügen. Denn fürs Rechnen selber ist erstmal uninteressant, ob der Zellbezug absolut oder relativ ist. Das wird erst interessant beim Kopieren der Formel. Ich habe hier eine Formel in der Zelle G6, die die Einsparung aus der Zelle B6 mit 2,5% multipliziert. Und wir haben schon gesehen beim letzten Mal, wenn ich so eine Formel habe und ich möchte jetzt in der Zelle rechts daneben, also in der Zelle H6 für das zweite Vierteljahr, im Prinzip genau dieselbe Formel, nur eins nach rechts verrückt, dann kann ich einfach die Zelle kopieren. Ich mache das hier mal über einen Rechtsklick und kopieren und Rechtsklick einfügen und habe dann eins weiter nach rechts eben eine Formel, die jetzt die Zelle C6 mit 2,5% multipliziert. Und das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, dass ich diese Formel jetzt bis zum vierten Vierteljahr kopiere und dann kann ich sie auch mit dem Auto-Ausfüllen-Symbol nach unten kopieren. Ich muss hier ein bisschen aufpassen, dass ich nicht in die Spalte mit den Summen rutsche oder hier ein bisschen zu weit nach unten. Aber soweit funktioniert das ganz wunderbar. So, jetzt möchte ich aber mal ausprobieren, wie ist es eigentlich, wenn ich statt mit 2,5% mit 3% rechne. Und das würde heißen, ich lösche wieder die ganzen Formeln, die ich kopiert habe, verändere meine Ursprungsformel, schreibe da 3% rein, und dann kopiere ich die Formel wieder. Ja, geht zwar relativ schnell, aber noch schöner wäre es, wenn ich eine Zelle hätte, in die gebe ich einfach die 3% ein und schon habe ich das neue Ergebnis. Und da möchte ich euch zeigen, wie das möglich ist. Und zwar schreibe ich die 3% in eine eigene Zelle. Ich habe die hier mal in die Zelle J1 geschrieben und rechne jetzt also mit ist gleich die Zelle B6, also erstes Vierteljahr Mitarbeiter Heinz, mal, und jetzt schreibe ich eben nicht per Hand die 3%, sondern ich wähle die Zelle J1 aus und schließe dann die Eingabe der Zelle ab. Ihr seht, die Formel bringt das passende Ergebnis. Das Problem ist nur, wenn ich sie jetzt kopiere, dann wird aus dem B6 ein H6. Und aus dem J1 ein K1. Ich zeige euch das mal. Ich kopiere die Zelle wieder, wie ich das vorhin gemacht habe. Und ihr seht, jetzt wird hier zwar mit C6 gerechnet, was ja richtig ist, aber an dieser Stelle mit K1 statt mit J1. Was Excel von uns also fürs Kopieren, nicht fürs Rechnen, fürs Kopieren braucht, ist die Information, dass das, was hier als J1 steht, beim Kopieren nicht verändert werden soll. Und das erreichen wir durch Dollarzeichen. Und die können wir, ohne sie extra tippen zu müssen, über eine Taste einfügen. Ich klicke dazu hinter das J oder hinter die 1, das ist egal, und dann drücke ich die Taste F4. Und in dem Moment, in dem ich die Taste F4 drücke, werden die Dollarzeichen eingefügt. Wenn ich jetzt nochmal die Taste F4 drücke, dann seht ihr, dann wird aus Dollar J, Dollar 1 wird J, Dollar 1. Ich drücke nochmal, dann habe ich Dollar J1 und ich drücke wieder, dann habe ich wieder den relativen Bezug. Was wir jetzt brauchen ist Dollar J, Dollar 1. Wir wollen, dass sowohl beim Kopieren nach rechts als auch nach unten der Zellbezug nicht verändert wird. Also es soll wirklich das J1 fixiert sein, also absolut sein, und deshalb rechnen wir hier mit Dollar J, Dollar 1. Und wenn ich die Formel jetzt kopiere, dann seht ihr, es heißt dann C6 mal Dollar J, Dollar 1, D6, E6 mal J, Dollar 1 und so weiter. Und ich kann also jetzt diese Formel fertig kopieren. Und wenn ich jetzt später aus der 3 eine 4% mache und die Enter-Taste drücke, dann habe ich sofort eine Aktualisierung aller Formeln. Oder wenn ich 2,5% eingebe, dann habe ich eben denselben Effekt.
Das heißt, so kann ich eine Zelle, die beim Kopieren nicht verändert werden soll, absolut setzen, indem ich die Dollarzeichen aufnehme, und das mache ich mit der Taste F4. Wichtig dafür ist nur, dass die Einfügemarke hinter dem J oder der 1 steht, und dann kann ich dort die Taste F4 drücken, so lange, bis ich den passenden Zellbezug habe. So, jetzt zum Ende noch die restlichen Formeln kopieren. Diese hier kann ich ja ganz einfach per Auto ausfüllen, hier nach rechts kopieren. Das kennt ihr schon, warum hier noch leere Ergebnisse und Division durch 0 steht. Und die Summen hier, die sind vom Aufbau her ja genauso, wie ich sie hier brauche. Sie rechnen nämlich die 4 Zellen links daneben zu einer Summe zusammen. Und genau das will ich ja ausgehend hier von der Spalte K auch. Das heißt, ich kopiere diese Formeln und füge sie hier ein. Und damit habe ich das entsprechende Ergebnis. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Rechnen mit absoluten Zellbezügen, genauer genommen mit dem Kopieren mit absoluten Zellbezügen. Und wenn irgendwas unklar ist, schreibt es gerne in den Kommentar. Wenn es euch gefallen hat, lasst auch gerne einen Like da. Und wenn ihr weiter informiert werden wollt über zusätzliche Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik, dann abonniert doch auch gerne meinen Kanal. Das war's für heute. Alles Gute, euer Arno.